Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stronghold Crusader D. Mission 32, die Ebene von Atum. Ja, das wird brutal. Wir haben wenig Kohle und, naja, das einzige Gute ist, dass alle gegeneinander zocken. Wir holen uns wie immer unsere wunderschönen... Hey. Na, wie heißen sie? Armbrustschützen. Einfach still the best. Alles andere geht halt hier gar nicht. Wir müssen wieder versuchen, irgendwie auf Pikenproduktion zu setzen. Und sofort oder so schnell wie möglich den Herrn neben uns zu killen. Waffen geschultert! Und marsch! Ja. Ihr habt nicht genügend Güter. Bögen kaufen wir uns auch noch. Bin zur Stelle. Wir müssen uns auch irgendwie gegen die ganzen schnellen Einheiten wehren. Also die. Zur Stelle. Die Sklaven. Achtung! Und los! Ihr könnt auf uns zählen. Scheiße, das war nicht gut. Eine Nachricht vom Kalifen. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eure erbärmlichen Burg. Gold, ja. So, wir müssen irgendwie an Geld kommen. Das ist unser Problem im Moment. Und Holz. Wir versuchen alles so minimalistisch wie möglich zu halten. Uns hier hinterm... hinter unserem Bogfried verstecken. Wieso geht er auf mich? Warum alle auf mich? Ich bin ein kleiner Kacklappen. Ich kann überhaupt nichts. Ihr habt nicht genügend Güter. Ich hab kein Geld, ich hab gar nichts. Warum geht ihr nicht auf euch gegenseitig? Ich glaub mal, bei der Armbrustschützen schicke ich mal hier rüber, damit auch ich nach rechts hin geschützt bin. Na, das wird jetzt ein Ausdauerkampf, glaube ich eher. Ja, ich hoffe halt einfach, dass die Eisenproduktion in dem Sinne nie versiegt und mir halt Geld beschert, weil das brauche ich, um mich hier in irgendeiner Form behaupten zu können. Ja, andere Schützen, ihr müsst danach dahin ballern. Die sitzen hier auch nebeneinander, aber kämpfen nicht gegeneinander. Das ist scheiße. Jetzt kommen noch jede Menge Fackelträger. Ja, zum Glück rennen die alle an mir vorbei. Bereit zur Stelle. Oh, haut die mal hier weg. Achtung, so gut wie tot. Ja, die treffen wir nicht. Muss ich meine Nahkämpfer nehmen. Und mich hier die ganze Zeit beballern zu lassen von denen, das ist definitiv nicht gut. Ein leichtes. Womit kann ich dienen? So. Der nette Herr Sultan. Den muss ich jetzt irgendwie mal so ausschalten. So. Vielleicht ist das keine gute Idee. Scheiße, Mann, jetzt sind die schon verletzt. Ja. Ihr habt nicht genügend Güter. Es werden Rekruten benötigt. Ich brauche keine Nahrung mehr. Das ist alles ziemlich scheiße. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Doch, müssen aber irgendwie.
Ihr habt nicht genügend Güter. So. Aber 4 reichen, nicht wahr? Ne, 6 sind das sogar. Erstmal machen wir hier ein bisschen deine Produktion weg, damit meine Leute auch noch auf ein paar mehr als nur seine Bauern immer wieder schießen können. So, wir bauen mal noch unsere Eisenproduktion hier aus. Brennt es bei mir? Das ist gefährlich nah dran. Das könnte scheiße für mich enden. Hey! Na, jetzt gehen wir einfach hoch. Wir versuchen das. Auch wenn 6 Leute nicht reichen werden. Wir können ihn ja schon mal schwächen. Oder? Ne. Ich wollte schon sagen, das wäre jetzt ein bisschen viel Luck für den Anfang. Ihr habt nicht genügend Güter. Nein! Verklickt, ich Vollidiot. Ja, geil. So, das sprießt hier schön, das Feuer. Wir könnten mal denen ihre Farm hier abreißen und selbst mal ein bisschen dafür sorgen, dass wir Nahrung ranbekommen. So. Wenigstens ein bisschen was. So, na, es läuft langsam, aber sicher. Geld haben wir jetzt auch. Können wir uns nochmal ein bisschen was leisten, damit wir auch genug Nahrung haben. Holz läuft an sich gar nicht schlecht. Oh, wir haben viel zum Verkaufen. Viel. Wir haben viele Bögen irgendwo. Aber eigentlich will ich mir die Bögen sparen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir benötigen Gold. Wir benötigen Gold. So, die müssten eigentlich reichen. 7 Stück sind mehr als Feuer und die ist schon zur Hälfte runter. Hier rüber. Oh, er will ihn angreifen. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Ja, er kommt aber auch runter, freundlicherweise. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Alle müssen den Schlaf der Alten schlafen. So auch der arme Sultan. Keine Leute. So, als nächstes müssen wir irgendwie die Herrschaft über das hier erlangen, damit wir mit dem Stein uns mal hier ordentlich ausbauen können. Ja, ja, die kann sich auch lernen. Wir werden wieder einen Turm dahin basteln. Mit ein paar Armbrustschützen drauf und Co. Vielleicht kann ich mir sogar 5 Stück leisten. Ja, perfekt. Von hier kommt zum Glück nicht viel. Wenn die mir schön viel Zeit lassen, aber das gefällt mir nicht, dass dieses Ding da die ganze Zeit hinschießt. Oh, das ist zu nah, stimmt. Muss mal meine Nahkämpfer wiederholen. Und diese Stelle hier reinigen. Wir werden überfallen. Eine Nachricht vom Kalifen. Seht euch vor. Oh, ihr Kacklappen. Es ist nicht gut, dass es brennt. Mein Herr, im Laufschritt. Eure Befehle? Rücken aus. So. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ja, das mit der Pikenproduktion läuft doch ziemlich gut. Da können wir uns vielleicht sogar noch eine zweite von leisten. Dann geht das Ganze hier wesentlich schneller. Wir können sogar die eine Obstfarm ersetzen, jetzt durch eine richtige Getreidefarm. So. Ich finde es scheiße, dass die hier bauen können und ich
das immer wieder wegmachen muss. Und die auch wertvolle Pfeile dafür gebrauchen müssen. So. Das Ding steht immer noch da? Nee. Wir können auch noch ein paar Schleuderschützen irgendwie investieren. Sicher ist sicher. Weil mein König ist ja in dem Sinne jetzt nicht gerade geschützt. Okay, da bauen wir auch noch was hin. Ich habe keinen Bock, dass hier laufend was hinbauen. So. Ja, das kann gut möglich sein. Jetzt nächstes werden wir einen Turm nach hier bauen, damit er mich nicht mehr so stresst. Aber das wird noch ein Weilchen dauern, weil ich einfach kein Geld habe. Geschweige denn, ich habe viel Eisen. Oh, okay, ich habe gelogen. Ich habe doch viel Geld. Reicht für weitere 5 Armbrustschützen, was extrem geil ist. Extrem stark für uns. Aber der hier, der Turm wird gut beballert. Ich glaube, da muss ich mehr Leute raufschicken. Ich glaube, ich ziehe noch ein paar Armbrustschützen hier ab, weil da ist nur der eine. Oh shit. Ich brauche einen Wassertrog. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So. Nee, ihr geht nicht durchs Feuer. Oh Leute, macht hier jetzt hier mal was. Das läuft jetzt irgendwie gerade nicht so gut, aber das schaffen wir schon. Hab halt zu wenig Leute, die ganze kleine Scheiße von denen abhält. Aber das sind eher so ein Stresser-Game. Dass man halt irgendwie versuchen muss, lange zu überleben. Die müssen sich eigentlich auch mal gegenseitig bekämpfen, aber machen sie kaum. Hier, willst du damit nicht auf deinen lilanen Kumpel losgehen? So, die beiden leben zum Glück noch. Das machen wir mal hier. Die ist gar nicht so erbärmlich. Voll fies. Nahrungsmäßig, ja. Müssen wir wieder ein bisschen was investieren. Nein, das war falsch. Wir brauchen mal wieder ein paar Leute. Ja, ich weiß, kann ich nichts gegen ändern. Außer ich kann noch näher einen Brunnen ranbauen. Ja, und er kommt zu mir. Ist okay. Kacklappen. So. Zur Strafe hole ich mir 10 Armbrustschützen. Scheiße, das reicht überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Naja, man muss nur ein bisschen mehr verkaufen. So. Mit den nächsten paar Steinfuhren basteln wir hier einen Türmchen hin, dann haben wir auch noch, also den Teil hier gesichert. Wir können noch mehr Holz abbauen. Was wir mit ein bisschen Aufwand dann auch wieder zu Lanzen machen können und dann zu Geld. Scheiße, die Ochsenkarren sind alle abgeschmiert. Dann muss ich halt jetzt die hier ein bisschen weiter hinten bauen. So, machen wir einfach 6. Na, Kacke. Ich werde jetzt dem Turm noch jede Menge Schleuderschützen geben, damit die hier besser die ganzen kleinen Viecher abhalten können. Das sind Sklaven. Auch wenn es jetzt ein bisschen Geld kostet, aber ist egal. Muss sein. Von links habe ich eigentlich nichts mehr zu befürchten. Ich könnte nur versuchen, mir früher oder später den Kill zu abzugreifen. Aber das werden wir dann sehen. Wie wir das schaffen. Macht mal die Scheiße hier kaputt, das geht mir auf den Sack. So, wir haben genug Steine.
Wir werden jetzt hier mal nach vorne gehen und ein bisschen was sichern. Alter, das wäre richtig geil, wenn wir das auch noch bekommen könnten. Wir bauen ja einfach mal einen großen Turm hin. Naja, das war jetzt nicht so gut. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Sind auf dem Weg. So, sehr schön. Das läuft, das läuft. Wir gewinnen nach und nach an Stärke. Ihr habt nicht genügend Güter. Können uns hier mehr Land sichern. Und dann auch das Ganze hier mal schaffen. Es werden Rekruten benötigt sein. Mach die Kacke kaputt. Kann das nicht mehr sehen. Es werden Rekruten benötigt sein. So. Es werden Rekruten benötigt sein. Läuft. Perfekt. So, wir bauen noch mehr Holz ab. Dann wollte ich ja das auch in Piken verwandeln. Ihr habt nicht genügend Güter. Dann machen wir natürlich. Machen wir hier wieder unsere Geldschmiede sozusagen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, ja. Mein Lord. Ja, die werden gesehen, war, aber nicht die ganze Zeit. Das ist sehr gut. Die Bogenschützen ballern hier irgendwo mitten in der Pampa rum. Das ist, ja, wenn sie es machen wollen, dann sollen sie es machen. Nichts dagegen. Meine Streitkräfte haben euch erneut zugesetzt. Oh, ihr habt den Dings zerstört. Das ist nur der Anfang vom Ende. Ja, das ist echt uncool. Ich glaube, ich muss den Turm weiter nach vorne bauen, sofern es überhaupt geht. Jo, ich kann den hier vorne bauen. Sehr gut, dann sparen wir uns noch ein paar Einheiten zusammen. Ihr habt nicht genügend Güter. Oh, Stein sollte ich irgendwie nicht verkaufen. Nein, klugerweise. Scheiße. Da oben kommen die noch durch. Das ist ja nur minimal uncool. Wenn die hier irgendwas im Brand setzen, dann fackelt mir die ganze Bude ab. Oh, was? Shit. Und wo denn? Jo, hier muss definitiv ein großer hin. Ein großer Turm. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir kaufen uns mal wieder 10 Armbrüste. Und dann ballern wir die aus dem Leben. Egal, wer hier noch versucht, Action zu machen. Waffen geschultert. So. Im Laufschritt. Kannst du ja gerne versuchen, jetzt an dem Turm vorbeizukommen. So, der ist definitiv besser. So, mit meinen Belagerungswaffen werde ich dann noch ihre Belagerungswaffen wesentlich besser abhalten können. So, perfekt. Dann können wir den Shit hier abreißen und das Ganze natürlich mehr nutzen. Kriegen wir hier noch eine Farm hin? Sehr schön. Top. Ja, in Bewegung. Das läuft, würde ich sagen. Läuft richtig gut. Jede Menge Holz, wir können noch unsere Steinproduktion erweitern. Und vielleicht passt hier sogar noch eine Farm hin. Ja, genial. So, dann können wir uns langsam aufmachen, unser Eisen auch für Waffen zu nutzen. Weil unsere Steinproduktion jetzt ausreicht, also unsere Wirtschaft zu halten. Unsere Lebensmittelvorräte, unsere Geldwirtschaft zu halten. Damit wir jetzt Schwertkämpfer produzieren können. Eigentlich wäre es schon ganz nice. So. Dann können wir hier den Sultan schnell mal schneller wegbomben. Ja, wir müssen. Oh, nee. Wir machen dazu. Na, hups. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Eine Nachricht von Saladin. Meine Streitkräfte haben euch erneut zugesetzt. Was hast du denn bitte schon zerstört? Vom Ende für euch, mein Freund. Ist das meiner? Bogenschützen bereit. Nee. Was hast du denn bitte schon zerstört? Können wir hier einen Außenposten drauf basteln?
Lol. Warum wurden das jetzt auf einmal so? Ja, kriege ich da auch einen. Eine Dings drauf. Mann, du Kacklappen, lass mich in Ruhe. Bin zur Stelle. Yo, die Pikenproduktion, die rastet ja mal überhaupt nicht aus. Aber genau das wollten wir auch. Wir wollten ganz viele von denen. Damit wir die schön verkaufen können. Wir haben keine Leute mehr. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. Wir geben unser Bestes. Bin zur Stelle. So, ja, wir arbeiten uns ganz langsam nach vorne und mit dem Turm sichern wir auch mehr oder weniger den Abdul ab, damit der Kill uns gehört. Also, dass wir das Gold bekommen, weil wir können jede Finanzspritze gebrauchen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mein Bogen ist teuer. Rücken aus. Die können wir dann eigentlich auch alle da nach oben verfrachten. Den Turm, der ist dann eigentlich sinnlos. Ist er das? Na, ich weiß nicht. Nee, ich werde da mal ein paar Bogenschützen drauf platzieren, falls irgendjemand doch in den etwas näher an meiner Burg herankommt. Also von den ganzen schnellen Sklaveneinheiten. Mein Herr, eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, sind auf dem Weg. Damit die halt die wegräumen können. Die Bogenschützen. Ja, ganz schön viel Holz. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Ja, noch ganz schön viel. Bin zur Stelle. Aber das ist okay. Kann er auch haben. Nahrungsproduktion läuft an sich gut. Vielleicht noch ein, zwei mehr Bäckereien. So, das sieht alles Sei ganz schön zusammengewürfelt aus. Der Bewegung. Kreuzritter Und muss jetzt nicht irgendwie auf dem Turm stehen. Das bringt's jetzt nicht. Ihr habt nicht genügend Güter. Ja, die Nahrung ist halt irgendwie immer noch so ein Punkt. Das ist der nicht so gut läuft bei mir. So, und jetzt sparen wir auf Einheiten. Wir können unsere Bogenschützproduktion mal erweitern, geschweige denn umstellen zu Armbrustschützen. Die werden hier sowieso tausendmal effizienter. Aber wo ist denn jetzt der Bogenschütz? Bogenmacher? Dahinter, war. Jo, perfekt. Wir benötigen mehr Gold. So. Ihr habt nicht genügend Güter. Läuft. Das läuft richtig gut. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es direkt bei der ersten Aufnahme funktioniert. Ich bin nicht rachsüchtig. Wenn ihr mein Gefangener seid, sollt ihr leben. Vielleicht wir brauchen noch mehr Leute. Er hat leider noch ganz schön viel. Der Saladin hat jetzt irgendwie nicht ganz so viel erreicht, aber der greift auch zum Glück den Schwarzen an. Der Schwarze greift mich an. Aber der hier kommt Keller durch. Da habt ihr euch echt mit dem Falschen angelegt. Die Bogenschützen gehen auch noch nach vorne. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Eure Lordschaft. Einer für alle. Wir können uns ja schon mal nach vorne gesellen und postieren. Eine Nachricht von Saladin. Meine Streitkräfte haben euch erneut zugesetzt. Das ist nur der Anfang vom Ende für euch, mein Freund. Das ist doch nicht meiner, ja. Wollte schon sagen. Eine Nachricht vom Sultan. Der glühende Himmel nähert sich der Festung des Sultans. Wohin geht Allzeit bereit? Ihr macht jetzt hier alles immer wieder kaputt. Das geht mir echt auf den Sack. Es werden Waffen benötigt, Sire. Zur Stelle. Und. Ah, wir können auch noch mehr Eisen abbauen. Das hat er zerstört. Wir werden es mal hier so richtig abusen, dass wir so viel Eisen haben. Um das Gebäude zu verwalten. Es werden Waffen bereit. Wir folgen euch, Herr.
So, und die Armbrustschützen ballern hier nach und nach alle weg. Vielleicht können wir auch einfach mal schon mal den Turm einreißen. Damit die vielleicht rauskommen und sich in meine Verteidigung einstellen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja, Waffen und die Holzvorräte sind zu knapp, kein Holz. Dass ich das nochmal erlebe? All. Nee, doch nicht. Ich hab gedacht, der hat seine ganzen Holzfälle weggehauen. Ja, komm mal raus. Wackelig wie ein Kautschuk. Eine Nachricht vom Sultan. Ihr lieben Zweige trauern über den Verlust. Nee, ihr sollt nicht. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Ich wollte halt noch ein paar Schüsse der Armbrustschützen nutzen. Wir folgen euch, Herr. Nieder mit ihnen! Weil sonst wären das doch ganz schön viele Schwertkämpfer gewesen. So, 500 Gold. Alle müssen den Schlaf der Alten schlafen, so auch der arme Sultan. Vorwärts! Ja, um ihn kümmern wir uns als letztes. Ich glaube, den geben wir erstmal auf den lilanen. Es werden Waffen bereit. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Zwei Waffen kommen, das ist schon fast zu wenig, das Gefühl. Wir haben nicht genügend Güter. Es werden Waffen benötigt sein. Ihr könnt es werden auf uns Waffen zählen. Benötigt sein. Wir sind bereit. So. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr habt nicht genügend Güter. Es werden, werden Waffen benötigt sein. Eure Lordschaft. Vorwärts, Männer! So, das erste, was wir gleich mal machen werden, ein paar Feuerballisten bauen und seinen Söldnerposten anstecken. Konstruiere eine Nachricht von Saladin. Ich bin nicht rachsüchtig. Hoffentlich kann ich von hier aus ordentlich treffen. Vielleicht werdet ihr meine Kamele sehen. Sehr, sehr, sehr gut. Geil, ich kann fast die gesamte, seine gesamten Türme wegballern. Nee, den soll es hier wegmachen. Eine Flugbahn. Ja, du machst das schon. Balliste bereit, my lord. Wir stehen zu Dienst. Im Laufschritt. Balliste bereit, my lord. Unmögliches Ziel ist hochgekommen. Na, vielleicht können wir die Außenseite anfackeln. Tribok bereit, Sire. So. Sehr schön. Vielleicht schaffen wir es auch, dass der Schwarze den Lilanen killt, weil jetzt sind wir nicht mehr auf Geld angewiesen. Deswegen ist es mir an sich Wurst, wer den Kill bekommt. Bei allen Heiligen, ihr kämpft gut. Zu gut, fürchte ich. Hauptsache, wir bomben uns hier richtig durch. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Konstruktionsbelagerungsgeräte bereit, so gut wie erledigt. Feuer! Bam. Tribok bereit, Sire. Das Vieh ist bereit. Darf's noch etwas Rind sein? Schade, dass die auf den Mauern nicht gekillt werden, aber das wäre ein bisschen sehr overpowered. Da fahren wir noch ein Schrittchen ran. Was wünscht ihr? Sehr, sehr kleine Belagerungsstreit macht, aber vielleicht reicht sie auch. Noch weiter ranfahren. Ist hochgekurbelt. Die Waffenkammer ist voll. Okay, wo ist denn... Ich sehe meinen Markt nicht. Hervorragend. Das Vorratslager ist voll, my lord. Habe ich jetzt ja verhindert damit. Achso, und die Waffenkammer war voll. Ihr habt nicht perfekt. Achtung! Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Waffen benötigt bereit. Sein. Die ist schon halb verweht. So, haben wir nochmal jede Menge rauf. So, und dann machen wir nochmal den Kornspeicher kaputt. Flugzeit ist berechnet.
Es werden Waffen benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Irgendwas trifft schon von den 200.000 Schuss, die da drauf prasseln. Es werden Waffen benötigt sein. So, er hat doch wenig Geld, um noch irgendwas zu machen. Aber die Leute werden auch nicht reichen. Wir benötigen Steine. Ja, kriegt er. So gut wie erledigt. So, auf den Türmen sind kaum Feinde. Aber er wird trotzdem hier noch jede Menge Feuerfallen haben. Bereit, eure Lordschaft. Im Laufschritt. Vielleicht gehen wir einfach mal hier hin. Ihr seid und versuchen, die alle wegzuballern. Zur Stelle. Gucken, ob das funktioniert. Und los. Und Schmerz. Balliste. Bereit, my Lord. Wir müssen jetzt einfach den Kampf suchen, weil durchs Feuer will ich nicht rennen. Sehr gut. Sehr gut. Versuchen jetzt einfach mal da. Er hat nicht mehr viel. Seine Feuerwerfer sind auch fast alle im Arsch. Und umso länger ich auf ihn schieße mit meinen Leuten, umso weniger wird er haben. Im Endeffekt. Wegen Feuer, ja, mal gucken. Wir gehen immer zwei Wege. Wir stehen zu Dienst. Was wünscht ihr? Seid gegrüßt. Wir sind bereit. Ja, ja. Geht mal einfach durch. Eure Lordschaft, wir folgen euch, Herr. Das sollte aber reichen. Das sind noch mehr als genug, um Action zu machen. Spürt meine Seele los. Ja, der macht nichts mehr. Eine Nachricht vom Kalifen. So. Ich werde es euch schon zeigen, Ungläubiger. Und los, Sire. Dann gehen wir jetzt auf ihm hier unten. Vorwärts! Greifen wir dann am besten an. Das Vorratslager ist voll. Nee, ich greife ihn nicht als nächstes an. Ich mache dort den Saladin zuerst. Hier kann ich mich wenigstens auf diese kleine Insel hinstellen und alles kaputt ballern. Oh lol, ich kann ja einfach reinlaufen. Oh Lord. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja gut. Dann machen wir das so. Euer Gnaden. Wie kommt hier einer durch? 500 Millionen Leute, die drauf schießen, aber es kommt trotzdem noch ein Pferdchen durch. Eine tödliche Ausrüstung. Ich glaube, ich gehe doch zum Kalifen zuerst. Dann muss ich halt von hier aus angreifen und versuchen, alles wegzuballern. Eure barbarische Vorgehensweise, eure primitiven Pläne, ihr seid zu durchschaubar. Ja, vielleicht, aber es werden Waffen benötigt. Ein Herrscher, der seine Burg einfach mal mit einem kleinen Torhaus bestückt, ist auch ein bisschen kacke. Also ja, ich mache ich nie, aber meine Verteidigung hält wenigstens. Zumindest jetzt noch. Oh! Alter, einfach weggeschossen. Wow, die haben den Turm ausradiert. Alles klar. Ich habe wohl den Herrn doch ein bisschen unterschätzt. Im Laufschritt! Das ist nicht so gut. Aber dann versuchen wir jetzt einfach nach vorne zu gehen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja gut. Ich glaube, ihr könnt auch mal nach vorne kommen. Ach, das existiert keine Treppe. Das ist jetzt natürlich Mist. No. Frisch gebaut und schon kaputt. Ist ja wieder BER. Haha. So. Das kann gut möglich sein. Ey, du hast ja ziemlich viel zerstört, du Kacklappen. Dann werde ich hier aber ungemütlich. Zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Ich muss ja erstmal wieder die Kontrolle gewinnen. Eure Lordschaft. So gut wie erledigt. Wir folgen euch, Herr. Konstruiert
konstruieren Belagerungsgeräte. Wir sind. Es ist eine Nachricht vom Kalifen. Was? Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dann müsste ich hier hinten die ganzen Sachen bauen. Ihr büßen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wir stehen zu Diensten. Du wolltest Krieg. So gut wie kannst du haben. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Wackelig wie ein Kartenhaus. Euer Gnaden. Achtung! Das ist wahre Macht. Den Turm werden wir mal wieder aktivieren. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass der da durchkommt. Was wünscht ihr? Es werden Waffen benötigt. Aber okay. Müssen wir halt mit leben, jetzt wieder die ganze Produktion hochziehen. Was ist denn hier? Pfeil, Gerber, Hütte, Pikenier. Ah, direkt wie vorher. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt sein. Eure Lordschaft. Du kleiner Kacklappen, ey. Du hast ganz schön viel zerstört. Wir folgen euch, Herr. So, Entschuldigung. Wir stehen zu Dienst. Die haben irgendwie keine Fernkämpfer mehr. Dann halt ein paar Fernkämpfer hier hin schicken. So, die Katapulte ballern auch mal weiter. Das Vorratslager ist voll, my lord. So gut wie ja, schöne Bresche da reinschlagen. Ui, die sind auch fast alle tot. Es werden Waffen benötigt, Sire. Krass, es werden Waffen ich hab die doch hart unterschätzt, würde ich mal sagen. Wie ein Kartenhaus. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend. Ich werde noch mehr bauen. Noch wesentlich mehr. Und meine Verteidigung wieder aufstocken. Achtung! Es werden Waffen benötigt. So. Es werden Waffen benötigt. Aber die greifen auch pausenlos an. Im Laufschritt. Das ist ein bisschen sehr hart. So. Die Katapulte schießen jetzt hier mal weiter. Können wir jetzt ein bisschen nach vorne, aber. Na, solange nur ein Turm schießt, na mein Gott. Ist ja kein Problem. Wir folgen euch, Herr. Wir stehen zu Dienst. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt, Sire. So näher kann ich halt auch mit meinen Katapulten ran, wa? Hab mich aber ein bisschen weit vorgewagt. Ich glaube, das direkt nach vorne preschen, nachdem ich den Kalifen gekillt habe, war nicht so klug. Ups. Ihr habt nicht genügend Güter. So, ja, Geld haben wir ja. Geld haben wir, daran liegt es nicht. Dass wir jetzt hier vielleicht noch ein bisschen mehr strugglen. Katapult wird bewegt! So gut wie erledigt. Eine Nachricht vom Kalifen. Was? Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. Mein Bogen ist euer. Hey, die haben auf. Es werden Waffen benötigt. Waffen geschultert.
Oh, nur noch 16 Armbrustschützen. Hatte ich da nicht 20 hochgeschickt oder was hier drauf? Ne, das war hier drauf. Aber wir müssen noch mehr kaufen. Die halten mich doch krass in Atem. Aber dafür haben wir auch Geld. Wir müssen das nutzen. Dann ist das hier kein Problem. Ein erträglicher Verlust. Es werden Waffen benötigt sein. Wir sind bereit. Achtung! Und los! Das ist eine Nachricht von Saladin. Wie der Falke den Hasen jagt, so werde ich euch jagen. Wie viele Nahkämpfer haben wir denn hier? 45. Hat aber auch scheiße viel. Waffen geschultert. Oh shit. Oh shit. Ich hab kein Gold. Der Turm ist wieder ausradiert worden. Heftig. Treffen die nicht oder was? Müssen sie jetzt hier alles nach vorne schicken, was ich so habe? Eine Nachricht von Saladin. Meine Streitkräfte haben euch erneut zugesetzt. Glaubt, dann müssen wir doch den Turm eher hier hinten basteln. Und dann, ja. Keine Ahnung, warum die nicht treffen oder warum die da verlieren. Das ist ein bisschen komisch. Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Ein erträglicher Verlust. Und was verstopfen wir denn hier in mein Lager? Ist ja kacke. Es werden Waffen benötigt, Sire. Guten Morgen, eure Lordschaft. Ach, schön. Es werden Waffen benötigt. Macht die mal hier kaputt. Wir folgen euch her. Greift an, Brüder! Und dann hauen wir da auch noch eine Mange rauf. Gebt uns ein Lager. Vielleicht hättet ihr jetzt mal ein Stückchen länger. So, wie sieht's denn hier aus? Wir ballern uns da munter durch, das ist schön. Und glaub, wir können eigentlich auch reingehen. Die ganzen Pikeniere können wir nach Hause. Das bringt's jetzt nicht so. Oh, und ganz schön wenig Nahrung. Wir müssen noch mehr Bäcker bauen. So. Wir benötigen Holz. Und kein Holz. Eine Nachricht vom Kalifen. Wieso stehen denn hier noch Schwertkämpfer rum? Okay. Und los! Kann ich hier hinten? Kann ich hier draufen? Nee. Bleib meinen Ländereien fahren, Ungläubiger. Der Feind ist zu nah. Lol. Ihr wollt nicht betteln oder was? Komm, mach die mal kaputt. Meine Klinge. Euch, Herr. Sie sind wehrlos. Auch wenn ihr dabei drauf geht. Achtung. Es werden Waffen benötigt. Ja, hier sollte ich mal auch mal was machen. Greift an, Brüder! Na, der schießt nicht. Seid gegrüßt. Oh lol, wir laufen einfach rein. Und los. Na, das wird aber da drin ziemlich beschissen, weil Feuerwerfer. Ja, Hauptsache nicht im Feuer aufhalten. Gehen wir einfach. Wir gehen übers Lager. Eieiei. Brutale Scheiße hier. Wie viel sind es noch? 12? Nee, das schaffen wir nicht. Dafür stehen dann noch da ein paar zu viele. Aber wir konnten ihn gut schwächen. Jetzt ballern wir noch seine Söldnerunterkunft weg. Es werden Waffen bereit, Sire. Wir haben nicht genügend Gold. Eine Nachricht vom Kalif. Gold ist echt noch so ein Manko. Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. Genau, wir bauen noch mal irgendwie
Eine Kathedrale und eine Kirche, weil meine Nahrung wird gleich weg sein und dann muss ich irgendwie anders meine Leute am Laufen halten. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ihr habt nicht genügend Güter. Eine mutige Leistung. Wir stellen uns mal ein bisschen näher ran. Dann können wir noch einen Turm kaputt machen. No. Kann ich hier oben drauf zielen? Ja, sehr schön. Feuer! Dann wird mein Katapulten nochmal hier so irgendwie... Was können wir hier noch so... Da ist ein Kornspeicher, den können wir mal so richtig kaputt machen. Hervorragend. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ach, wir erhöhen mal unsere Produktion. Das kann ja sonst noch geführte Ewigkeiten dauern. Und das wollen wir nicht. Ja. Oh. Ich brauche doch noch keine Schwertschmiede mehr. Da wir jetzt zu viele Rüstungen haben. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir sind bereit. Ihr verlangt viel. Na, Lord Ball. Er hat auch kein Holz mehr, also früher oder später wird er sich... Ah, er hat sich schon selbst zerstört. Jetzt zerstören wir noch seinen Markt und dann ist er komplett im Arsch. Weil dann kann er sich nichts mehr handeln und kommt einfach nichts mehr hin. Balliste, bereit, Milo. Wir geben unser Bestes. Balliste, bereit, Milo. Einfach Balliste weggefickt. Bereit, und jetzt noch hier ein bisschen ein kleines Feuerchen machen. Zum Ofen. Noch mal näher rangehen. Wir sind bereit. Es werden Rekruten. Ja, so langsam wird es an Nahrung. Eure Beliebtheit sinkt. Ja, kann man verstehen. Wenn man nichts zu fressen bekommt, dann würde ich auch ein bisschen mad werden. Es werden Waffen benötigt, Sire. Das Volk liebt euch, my Lord. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eure Lordschaft. So, dann gehen wir hier rüber. Wir haben jetzt uns so einen richtig schönen Weg hier reingebahnt. Feuerwerfer. Es existieren immer noch Feuerwerfer. Bloß weg damit! Wir versuchen jetzt noch ein paar der Bogenschützen auszuradieren. Ich glaube, wir gehen jetzt so nah ran mit meinen Bogenschützen, dass ich hier oben drauf betteln kann. Eine Nachricht von Saladin. Bei allen Heiligen, ihr kämpft gut. Nein, nicht raufgehen. Sire, vorwärts! Wir stehen zu Dienst. Die Feuerwerfer müssen weg. Die Feuerwerfer, trefft die Feuerwerfer. Jetzt stelle ich mich hier hin. Mensch, kann ja wohl nicht wahr sein. Waffen geschultert. Was wünscht ihr, seid gegrüßt? Spürt meine Klinge los. Hey, das ist eine extrem lange Folge, aber die war auch knifflig. So. Es werden Rekruten benötigt. Läuft. Nachricht vom Kalifen. Bleibt meinen Ländereien fern, Ungläubiger. Bleibt fern. Wir können jetzt mal mit den Schwertkämpfern da oben gehen und ihnen den Rest einschenken hier. Glaub mal, aus zeittechnischen Gründen werde ich gleich ganz viele berittene Bogenschützen spammen und den Dings hier zerstören. Eine Nachricht vom Kalifen. Ich werde es euch schon zeigen, Ungläubiger. Ich sehe die Waffenkammer ist voll, my Lord. Und los! Eieieiei. Waffenkammer ist voll. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt. Joa, das waren einige Schwertkämpfer jetzt. Ihr habt nicht genügend Güter.
Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Ah, den Turm können wir mal hier generell auch zum Angriff nutzen. Den brauchen wir jetzt ja gar nicht mehr. Oh, wir können hier mal vielleicht noch ein bisschen für ein bisschen Nahrung sorgen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Aber für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Es werden Rekruten. So, und ich läuft es doch schon mal ziemlich gut. Ja, habe ich jetzt auch schon gefühlt 200 Mal gesagt. Kannst du doch nicht lassen. So dummen Füllwörter oder Füllsätze, die man einfach immer wieder sagt. Zum Kotzen. Eigentlich die Nahkämpfer müssen da nicht hin. Die werden ja von hier unten reinlaufen. Können ja an sich straight durchlaufen. Aber was halt definitiv wichtig ist, dass wir in irgendeiner Form die ganzen Türme schon mal ausradieren. Gut, dass er, dass er sich hier auch eingebaut hat. Ja, die Nahrungsproduktion läuft jetzt. Okay, ich habe auch runtergestellt. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen jetzt. Ach, ups. Wir benötigen Gold. Benötigt, Sire. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. So, also das reicht definitiv aus, um die Nordseite von Saladins Burg fertig zu machen. Wir nehmen mal alles außer die Armbrustschützen auch mit nach vorne. Ich glaube jetzt nicht, dass er noch, dass er noch einen Angriff zustande bekommt. Eure Verbündeten. Ja, 170 Leute. Euer Gnaden. Belagerungsgeräte bemannt. Was soll konstruiert werden? Ihr könnt auf uns zählen. Eure Lordschaft. So. Wir müssen mal wieder was verkaufen und der Goldvorrat geht mächtig schnell runter. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten. Können wir uns schon mal hier ranwagen eigentlich? Aber ich hoffe nicht, dass die dann mich hier abschießen. Na, scheiße. Na, es ballert keiner auf mich, zum Glück. Sehr schön, dann haben wir schon mal einen Turm geklärt. Und ich werde nicht beschossen. Wir folgen euch, Herr. Die ganzen berittenen Bogenschützen können wir dann auch eigentlich abziehen, weil die Armbrustschützen halten das hier mehr als ausreichend. Und los! So. Können wir die auch noch zum Angriff verwenden? Die Waffenkammer ist voll, ja, das werden wir ändern. Ich habe nur eine Mühle, aber irgendwie unterhält die eine einzige Mühle so viele Bäcker. Verstehe ich gar nicht. Sonst klappt das da eigentlich nur mit 12. 12 Bäcker auf eine Mühle, aber irgendwas läuft ja anders. So, ich würde sagen, wir beginnen unseren Sturm. Wir stellen uns erstmal. Können wir hier hochgehen? Ich glaube, wir gehen hier hin. Dann sind unsere Leute noch ein Stückchen schneller. Er schießt auch noch nicht. Das ist sehr gut, dann können die, kann ich auch die Schnelligkeit der Pferde ausnutzen, um bis hier vorzureiten. Dann schießen alle auf die Pferde. Ja, okay, vielleicht gehen alle oder viele dabei drauf, aber pff, die Waffenkammer ist voll, my lord. Und dann im Nachhinein kommen ja genug Armbrustschützen und Co., dass die alle wegrotzen können. Mit diesen Rationen verwöhnt ihr uns wirklich. Alter, wie viele Schwerter und Co. habe ich denn? Es werden Rekruten benötigt. Alles klar. Es werden Rekruten benötigt sein. Uiuiui. Ihr habt nicht vielleicht doch Güter. Zu viele Schwerter hergestellt. Wir sind bereit.
Es werden Rekruten benötigt sein. Ein erträglicher Verlust. So, alle Leute nach vorne. Und die Pferdchen kommen hier. Angriff! Mach die im Nahkampf fertig! Eine Nachricht von Saladin. Wenn ich mich so umsehe, fühle ich mich nicht so. So, sehr schön. Ich darf mein Volk nicht enttäuschen. Du wirst es aber leider enttäuschen. Eine mutige Leistung. Die Schwertkämpfer können gleich nach oben durchballern. Was wünscht ihr? Eine Nachricht von Saladin. Wir können eigentlich auch diese Situation Nahkampf! Eine Planänderung könnte vonnöten sein. Nahkampf! Das ist wahre Macht. Feuerwerfer, die müssten wir eigentlich ausschalten, wa? Ihr sollt da reinlaufen! So, jetzt kommt die Hauptstreitmacht. Ja, wegen dem Feuer, das sieht ziemlich beschissen aus. Hier, den sollte mal jemand killen. Das ist die gefährlichste Einheit hier in dem gegnerischen Lager. Als ob niedergeschlagen. Die boxen sich jetzt hier durch ohne Ende. Easy! Ja, easy. Ha, eine Stunde. Gebe mich eure Gnade. Oh yeah! Richtig schweres Level, aber trotzdem geschafft. Ich würde sagen, das war eine wunderschöne Folge Stronghold Crusader AD. Wir haben es bereits 1500 nach Christus. Ja, geil. Da gingen die Kreuzzüge erst los ungefähr. Das wird auch ein richtig geiles Match. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also haut raus, bis dann. Tschüss! Ja, Hups-Fatsch-Taste.